Ach du Scheiße, Freunde. Bevor ich das Video beginne, ich cringe jetzt schon weg. Ganz, ganz andere Liga. Wie ihr sehen könnt, wir befinden uns wieder mal in einer riesen Einkaufsstraße, nenne ich es jetzt einfach mal in Wien, Leute, für alle, die aus Wien kommen, auf der Marienhilfer Straße. Und ich werde mich gleich ausziehen vor zig Leuten hier und ja, ein kleines Posing hinballern. Ich und Paul waren gerade eben schon Mittagessen, Freunde. Das heißt, das Mittagstief ist gerade so da, aber gleich wird die Nervosität kicken, dann ist die Energie da, Freunde. Und dann liefern wir ab für euch ein geiles Posing und dafür jetzt schon mal liken, Freunde, dass ich mich hier vor Millionen Menschen ausziehe. Also. Das war übrigens... Das war Manus Idee, nicht meine. Es war wirklich meine Idee, Freunde, weil ihr das letzte Mal so gefeiert habt, aber ich schwör's in meinem Puls. Bitte greif mal auf mein Herz, ohne Witz. Real Talk da. Spürst du es? Ja. Es schlägt auf jeden Fall Weltenschlenner. Aber genau so umgeht man erstens Nervosität, zweitens Ängste. Einfach, drauf geben, was genau. Andere denken. Es interessiert doch keinen Schwanz, oder? Sagen wir sich ehrlich. Interessiert keinen. Okay, Freunde. Yeah. Vor euch extra noch die letzten Tage braun gebrannt. Also ich hoffe, dass es auf der Cam auch so rüberkommt. Paul, sehe ich braun aus? Ja. Oder verbrannt? Ich habe gesehen, dass du Sonnenbrand gehabt hast. Der Bursche muss ich mal einschmieren. Naja. Checken wir mal aus. Und wir gehen jetzt einfach mal die Grundposen durch, haben wir gesagt, oder? Und Paul, der Vollidiot, meinte schon, er holt ein paar Leute dazu rein. Ja, wir werden ein paar Leute befragen. Ist die Frage, ob die willig sein werden, ob die da ins Video wollen, aber ja, das werden wir mal sehen. Ich muss sagen, mir ist es schon fast unangenehm, hier mit der Kamera zu stehen. Aber das ist der Lifestyle, Freunde. Dafür liken. Beginnen wir mal mit einer Grundpose. Ich nehme die Hose ein bisschen hoch. Scheiße, jetzt sehen die Leute meine Lauchbeine. Fick dir, ne? Die Unterhose wollen wir uns ja nicht ausziehen. Ja, Paul meinte schon, Alter. Ich soll mich bis auf die Unterhose aufziehen, die ersten Blicke kommen schon. Aber da habe ich gesagt, so weit gehen wir nicht. No way. Okay, machen wir mal eine Grundpose. Ja, also Line-Up. Stabil. Ja, gerade auch schon. Ja, das ist gut. Von hinten. Schön Beine anspannen. Alter, ich schwitze jetzt schon. Drehung wieder. Beine zusammen. Jawohl. Wieder nach vorne. Spannst du da eigentlich immer den Bauch an oder geht's dir in den Vakuum mit den kannst du ziemlich unangespannt lassen, solange er nicht so rausstellt wie bei Fit Leaf. No front! Falls er das sieht, sehen sollte und Deutsch kann. Ja, ich will mich gleich schon wieder. Jetzt der Double Biceps von vorne, oder? Gott, der kommt gleich hoch, Freunde, Alter. Das Mittagessen. Wir haben Retalk vor 10 Minuten mit dem gegessen. Ja, mach ohne Vakuum. Aber wurscht. Für euch. Ich mach trotzdem Vakuum. Jawohl. Was sagen die Ladies dazu? Paul, was machst du? Ich gebe mir jetzt erstmal noch die Hose ein bisschen runter. Es sieht weird aus as fuck. Hast du schon welche gefunden? Bei mal die beiden. Er macht hier ein kleines Posing als Bodybuilder. Am Artball Wettkampf. Mach mal Doppelbizeps und ihr sagt mal, ob ihr, geh ich mal zu Ihnen ein bisschen, und ihr sagt, ob es irgendwas gibt, was er verbessern könnte. Ja? Eure Meinung. Ja, das ist eins. Er ist erst 17. Wirklich? Ja. Jupp. Also irgendwas, was du ausbessern würdest oder irgendwas, wo mir was fehlt. Bizeps, Brust. Ehrlich sein. Ehrlich sein? Ja. Rücken. Latt. Ja, ich würde auch gerade sagen, das sind schon mehr Latt. Der untere Latt. Der untere Latt, ja. Aber es ist von Struktur her, vielleicht Körpermasse so ist, aber untere Latte würde ich mir machen. Okay, und als Frau würdest du sagen, zu viel wieder? Also für Frauen? Es ist Frauen, ich finde das Bombe. Okay, sowieso. Perfekt, freut mich auf jeden Fall, danke. Ciao, ciao. Okay, das war ja mal eine gute Bewertung hier, Freunde. Ja klar, ihr könnt auch gleich bewerten, falls ihr wollt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach nur kurz sagt. Ja, klar. Klar. Ganz, ganz weird. Ja. Okay, perfekt. Ich mach es. Bruh. Perfekt. Hey, danke. Gerne doch. Bitte. Fisch über alles. Sehr gut. Alles. Freut mich, sehr gut. Cringe für den Arsch weg. Ich wollte schon sagen, ja, wollt ihr mich nicht auch bewerten? Ja, einmal ich dachte auch, dass ich... mit Paul, Digga. Ich dachte einfach auch, mal im Auge. Ja, was für Posen? Machen wir mal noch zwei Posen. Sidechest machen wir. Stimmt, Sidechest, Freunde. Wisst ihr, wir haben noch gar nicht von der Double Beats in die Latte. Mach zuerst Latte. Hintere. Mach zuerst Latte. Nein, vorne. Also entweder du lässt beide Beine feststehen und spannst beide an oder einer auf die Seite. Ich weiß noch nicht so ganz, was man... Aber nicht versetzt nach vorne, nach hinten. Also das geht nur über den Posen von hinten. Also man hat am besten beide Beine fest und dann vor. Hey, you come over here. No. Do you speak German? Yes. Okay, dann komm her. No. Wenn du schon filmst, dann musst du was sagen. Sicher. Die Leute sind scheu, Freunde. Filmt da den Typen und dann willst du nichts sagen.
Hast du Bull damit machen? Okay, dann gehen wir jetzt mal eine. Dann mach zuerst Side-Chest. Side-Chest. Ja. Und da auch Beine. Das eine ist angewinkelt, steht neben dem anderen. Ja. Bizeps direkt. Also man sieht, ich habe Manuel die Aufgabe gegeben, jeden Tag zu posen. Das muss auf jeden Fall noch umgesetzt werden. Aber es wird besser. Ich gebe mir Mühe, Freunde. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht ganz in meine Routine reingebracht. Aber wird auf jeden Fall gemacht, keine Sorge. Jetzt war hinten Bizeps? Ja. Da ist auf jeden Fall gut Beulen am Start. Oder Röte, Alter. Lat von hinten. Lat von hinten. Also den kannst du auf jeden Fall sehr gut ansteuern, das passt. Das Schwierigste am Posen ist halt immer noch die Beine, bis in den ganzen Körper noch steuern sollen. Also das habe auch selbst ich nicht. Super. Super. Applaus, Applaus. Danke, danke. Okay, was fehlt noch? Most Muscular. Most Muscular, okay. Machen wir mal die hier. Und jetzt gleich die Krabbe. Die kommt auch langsam. Nimm die Arme mal nicht so weit vor, ja, sondern versuch sie mir ein bisschen weiter unten. Ja, genau. Stabil. Dann noch okay. Bauch. Hier kommen auch schon leichte Adern. Stimmt, Freunde. Und die von unten wird dann auch schön raufkommen. Hüften, der Hüftspeck muss noch weg, Freunde. Aber ja, das wird stabil. Okay, ich frage mich gerade, finden wir noch wen, der hier drin ist? Ich glaube, ein, zwei Leute müssen auf jeden Fall noch herhalten. Ein, zwei Leute, Freunde, holen wir noch. Edith, bevor ich bin, ich wollte ganz kurz sagen, was ihr was in der Vorstellung denkt. Warum schaust du so? Skeptisch? Ja. Na, danke. Okay, Freunde, wie ihr gesehen habt, nicht so leicht hier in Wien, oder, mit den Leuten? Die eine cringe komplett weg, Alter, schaut mich ohne Witz, die schaut mich 10 Minuten an. Ich sag mal, entschuldige, aber ich frag sie dann nur eine Frage, welchen Muskel bei mir noch ausbaufähig ist. Ja, hat auf jeden Fall keine Ahnung, ist ja auch ganz egal, Freunde. Wir auf jeden Fall werden uns jetzt noch auf dem Weg zum DM machen, müssen noch ein bisschen was kaufen, was brauchen wir, Sojagranulat, oder? Und ja, sonst, Freunde, haben wir richtig geil, gerade da eben vom Müller ein paar Fotos geschossen für Rocker, denn Rocker kommt einfach mal nach Österreich. Leider ist auf der Mariahilferstraße, aber leider, ja. 10. Bezirk und noch einige andere. Wird auf jeden Fall alles noch gepostet, einfach auf Insta, Freunde, müsst ihr bei Rocker dann vorbeischauen, richtig geil auf jeden Fall. Das heißt, falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, nicht zu bestellen oder so, könnt ihr das dann auch einfach im Laden holen. Aber ja, Freunde, jetzt geht's erstmal ab zum DM Sojagranulat kaufen. Let's go. Bodybuilder beim Einkaufen. Freunde, so, jetzt erstmal schnell ab nach Hause. Wieder back home, Freunde, nach einem langen und anstrengenden und heißen Tag. Und ja, jetzt erstmal, ihr wisst Bescheid, ab ins Pool, abkühlen. Warm, Leute. Es wird auch schon Zeit für mein Abendessen, habe ich mir gerade angerichtet, Freunde. Werde ich jetzt schön vernaschen, den Sonnenuntergang genießen, Freunde. Und ich schaue eigentlich immer jetzt in letzter Zeit, dass ich mein Handy, ich schaffe es zwar nicht immer, muss ich ehrlich sagen, aber großteils einfach während dem Essen nicht verwende. Auch als Influencer, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ah, Freunde, Freunde, Freunde. Gerade eben noch meine Subs gegönnt. Sonne geht auch gerade eben schon unter. Ich werde jetzt vielleicht noch eine Folge von meiner Serie schauen oder so. Dann wie immer, as always, ein Kapitel lesen in meinem Buch und dann eh schon pennen. Morgen steht nämlich wieder Schule an. As always, Freunde, ich habe jetzt nur mehr 1,5 Wochen Schule. Die müssen durchgehalten werden. Dann sind endlich Sommerferien, Freunde. Wichtig, Freunde, deckt euch für die Sommerferien nochmal richtig geil mit Subs ein und gönnt euch das gratis Produkt dazu, Freunde. Ihr bekommt einmal Strong, Gold, Pink Essentials oder Smacktastic dazu. Dieses Produkt bzw. eines der Produkte könnt ihr zu jeder Bestellung wirklich immer gratis dazu bekommen, wenn ihr über den Link unten in meiner Infobox bestellt oder auf Insta geht, dort in meine Story, da habe ich auch immer einen Swipe-Up zum Shop drinnen, Leute. Und ja, darüber bekommt ihr immer das gratis Produkt. Würde mich natürlich freuen, Leute, wenn ihr da über meinen Link bestellt, weil ihr mich damit ein wenig supportet. Weiß ich sehr zu schätzen, Freunde, und fühlt euch geküsst, Freunde. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, Freunde. Bitte, 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 wir sind fast 50.000. Und Kommentar natürlich auch nicht vergessen, was ihr als nächstes sehen wollt, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Peace.